Hallo und herzlich willkommen, hier wieder Cyrenox am Start, Leute, und ja, mal wieder eine Folge mit einem Follower, einem Viewer. Der liebe Lars hat sich uns mal angeschlossen. Den kenne ich jetzt hier von Hitbox. Ich kann euch auch nur empfehlen, mal bei Hitbox vorbeizuschauen. Da könnt ihr die Folgen dann direkt live sehen und müsst nicht immer nachträglich nochmal auf YouTube gucken, wobei beides natürlich bombastisch wäre. So, dann mit dabei Rompine, die Freundin von meinem Bro, und Romp natürlich auch wieder dabei. Hallo. So, wir werden hier entspannt ein Chaos-Match zusammen starten. Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Lars ist ein wirklich guter Spieler, hab jetzt schon ein paar Runden mit ihm gezockt. Und ja, da bin ich mal so gespannt, was bei rauskommt. Und ob wir diese Runde jetzt nun richtig schön gewinnen werden. Wenn ihr Bock habt mitzuzocken, wisst ihr Bescheid, ganz entspannt. Einfach in die Kommentare bei YouTube reinschreiben, sich bewerben und dann können wir natürlich zusammen daddeln. Ihr wisst, ich bin der YouTuber zum Anfassen. Rar. Ja. Bleib hinten. Nachher wollen die Leute das noch so wirklich so, ja, ich will aber vorbeikommen. So, weiß ich nicht. Einfach nur mal berühren, so wie beim Schornsteinfeger, weißt du? Ja. Jetzt lacht wieder die Hälfte, die aus dem Süden kommt. Schornstein. Warum sagt der Stein? Ist doch voll dumm. Ja, so macht man das halt im Norden. Vielleicht das erste Mal, dass ich diesen Lacher höre. Bist ja nur gemobbt. Ja, das ist so, ne? Als Norddeutscher, da hörst du dir ständig irgendwas an. Unfassbar. Ja, dabei wissen wir ja, dass wir es richtig sagen. So ist es. Ja. Der geht Richtung Tor. Das war knapp. Lars, da hätten wir dich gebraucht. Den versuche ich da rauszuholen. Da kommt einer geflogen. Drei Leute springen dran vorbei. Kommt der Lars wieder ihn? Ja, wundert euch nicht. Oben links. Oben links das kleine Zeichen. Das liegt daran, dass ich einige YouTube-Folgen ab jetzt auch teils halt direkt live bei Hitbox zeigen werden. Und dementsprechend, immer wenn ihr oben das Zeichen seht, dann wisst ihr, das war eine Live-Folge sogar. Ein Live-Let's Play. An dem ihr hättet über Hitbox auch teilhaben können. Alter, ist das schon wieder eine enge Geschichte hier. Ich hau ihn weg. Nee, wurde mir direkt wieder abgenommen. Das ist unfassbar. Vierer ist so. Nein! Scheiße, verloren. Wir haben noch 4 Minuten. Das müssen wir wieder gerade biegen. Harte Nummer hier. Jo, den habe ich richtig nach vorne gepresst. Ich versuche ihn Richtung Tor zu bringen. Und bin einfach mal dran vorbeigeflogen. Und ich bin beim Tor. Lars, ich habe dich mal angestupst. Deine Freundin steht gerade nur. Achso, gut. Nee, abwarten, ne? Ja, okay. Kommt hoch. Vors Tor. Lars. Ja, der rollt durch. Ich glaub das gar nicht. Guck dir das an. Was für ein Tor. Wie langsam der ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Mit 19 km/h ein Tor geschossen. Das muss man sich mal reinziehen. Oh nein! Der kam richtig mies angesprungen. Heftig. Wo kam der her? Krass. Ja, ist ein gegönntes Tor. Hat er gut bekommen. Lars, ich will Vollpower hier sehen. So, den habe ich. Aber der Zip nimmt das gleich. Ja, der hat das gleich in die Hand genommen, Zippo. Oh, Gott sei Dank. Da kommt aber das nicht. Oh, den haben wir gut rausgeholt. Da war aber eine knappe Geschichte gerade. Ich spiele ihn mal nach vorne. Lars macht mit. Sehr gut. Setze mir vor, Lars. Vielleicht kriege ich ihn rein mit Glück. Nee, dran vorbeigesprungen. Rump, du? Auch geblockt. Den hole ich mir. Bro, Runde. Ja, danke. Oh, Lars, mies.
Den habe ich kurz weggeholt. Ich hoffe, die machen sie jetzt nicht rein. Nee, aber der war gut weggeholt. War gefährlich, aber er war gut. Habe ich einen Boost? Ah, konnte ich... Da kam ich nicht ran. Wir haben noch 2 Minuten. Wir müssen ein Tor machen. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Es wird immer knapper. Nein! Da kommt der Typ genau in dieser Sekunde, wo ich das Tor schießen wollte. Oh. Ah, ihr seht schon, Leute, ein Vierer ist echt verdammt heftig. Das ist so ein wildes Durcheinander. Boah, den Fisch da noch an der Wand lang, ne? Oh, der geht vors Tor. Nein, 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 nein! Da ist die genau drunter. Gerade gelandet da. Also den Ausgleich kriegen wir nicht hin. Also mir ist das... Also mit Taktik kriegt man hier auf jeden Fall nichts hin. Nun sind wir auch nicht hardcore eingespielt. Lars hier zum zweiten Mal dabei im Prinzip. Zum ersten Mal in der Folge. Und deine Freundin natürlich auch im Prinzip neu in diesem Game. Da hat sich die Taktik natürlich noch nicht so wirklich... Ich bring ihn zur Mitte. Oh, ich komme aber auch selber nicht ran. Ich springe selber dran vorbei. Also ich bin nicht der Einzige, der hier gerade missbaut. Gibt es nicht. Geht zum Tor. Lars macht was draus. Oh, Lars hat ihn einfach nur gestoppt. Scheiße. Oh nein. Ein paar Boosts einsammeln, man weiß nie. No. 31 Sekunden. Da werden wir keine 2 Tore hinkriegen. Nicht bei einem Vierer. Okay. Ich hatte doch gesagt, nicht bei einem Vierer. Jetzt sind es nämlich 4. Scheiße. Ja, 4 Tore von dem meine ich. Oh, scheiße. Ach so, ich habe jetzt... Okay. Nein! Ich glaube das nicht. Ich glaube das wirklich nicht, dass sie so simple Torchancen haben, das verstehe ich nicht. Ich meine, wir sind doch hier... Oh. Kann ich nachvollziehen. Die haben aber auch jedes Mal den Ball zu uns. Ja, die sind echt gut. Er wollte mich aus Kacke einmal zerstören, ich pack's nicht. Ich habe ihn 4-mal zerstört und er kommt einfach nur an. Krasses Match, Alter, krasses Match. Das ist schon echt heavy, Leute, ohne Scheiß. Alle bereit, oder? Nee, ich gehe jetzt mal kurz ins Hauptmenü. Tut mir leid, wir müssen jetzt im Prinzip eine kurze YouTube-Folge machen. Ja, wir haben, denke ich mal, die letzte Zeit auch bestimmt mal öfters Dreierrunden gemacht. Nun ist mal eine Einer dabei, eine kurze. Und wenn ihr Bock habt auf das Spiel, unten ist der Link. Ganz normal bei YouTube, kennt ihr ja. Und ja, vergesst nicht einen Kommentar, ein Abo würde mich wahnsinnig freuen. Und kein Ding, wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Also macht's gut, ciao.